Aber woher nimmst du dir das Recht raus, mich zu nennen? Weil du dumm es bist. So ein minderwertiges Stück. Da ohne Witz. Also sorry, du bist echt einfach nur doof. Weil du bist, Junge. Digga, wem willst du hier? Alter, wem willst du hier gerade auseinandernehmen? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tom Hate Kanal. Heute ein ganz besonderer Gast. Frisch aus Syrien importiert, meine Freunde. Matze, sag einer, was sehen? Ja, was geht ab? Er hat ja Beef mit Kuchen TV. Und deswegen mache ich jetzt ein Video mit ihm. Weil ich bin ja Tom Hate, deswegen, das passt auf jeden Fall. Was erwartest du dir vom Video? Was sind deine Gefühle gerade? Was denkst du? Also als allererstes denke ich mir, worauf ich am liebsten rein. Ein Spaß. Was erwarte ich von dem Video? Ich hoffe, du lädst das auf deinen Hauptkanal hoch. Erstens. Zweitens, geht alle rüber auf meinen Kanal. Abonniert mich, all die Hater von ihm. Und er hat zurzeit ganz viele. Ich bin einer seiner größten Hater. Und ja. Und genau, deswegen haben wir gesagt, wir klären das, wie das normale Erwachsene machen. Und zwar raten wir jetzt, wie teuer Produkte sind. Und dann gucken wir, wer mehr abgehoben ist, meine Freunde. Ja, Tina steht hinter der Kamera und wird uns 6 Produkte nennen. 4 normale und 2 für reiche Leute. Und da müssen wir halt sagen, wie teuer das ist. Wie abgehoben bist du? Weißt du, wie viel Milch kostet so? Bist du über 10 abgehoben. Milch 10 Euro? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich zahle mal mit Karte, muss ich mal meine Bank fragen, wie teuer das ist. Ja, dann würde ich sagen, reden wir auch gar nicht lange um den heißen Brei rum. Ich glaube, die 10 Minuten kriegen wir schon voll. Wenn die rausholen, wir schreiben es. Ich habe Rewe-Produkte rausgesucht, ja? So als kleines. Kein Facebook, sondern einfach weil. Weiß ich nicht, warum. Kannst du dir was schreiben? Nee, weil es einen Rewe-Lieber-Service gibt. Es gibt einen Rewe-Lieber-Service, deswegen. Okay, dann würde ich sagen, erstes Produkt, auf geht's. Warte, ich kann schon was schreiben. Und wir machen in dieser Folge wieder mit. Wir machen in dieser Folge wieder mit einer Bestrafung. Der falsch liegt, wird vom Bruder vom Massak, ne? Übelst ins Gesicht abgeschossen. Auf dem Kanal von ihm habe ich übrigens auch ein geiles Interview gegeben. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Das verlinke ich euch noch irgendwo. Schaut auf jeden Fall auch mal vorbei. Willst du was sagen? Naja, also die Interviewbranche kam von mir. Super. So, seid ihr bereit? Ja, warte, ich hab kein Ding. Dann mach ein Foto mit schwarzem Hintergrund und dann kannst du bei Instagram so drauf machen. Oder willst du mein Ohr sagen? Das ist ja klug. Ja, okay. Hast du verstanden, wie ich meine? Kann man schon wieder sein, Alter. Ja, genau. So, jetzt können wir. Alles klar. Okay. Erstes Produkt, Jungs. Das erste Produkt sind die Fusilli-Nudeln von der Eigenmarke Rewe. Ja. Was? Ganz normale Penne, Fusilli, diese ganzen. Ja, kennst du dich aus bei Nudeln? Nenn mir 3 Nudeln. Die kosten 3 Geld. Okay, es ist schon mal ein Tipp auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Tipp. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ne? Aber. Ja, wie groß sind die denn? 500 Gramm? 500 Gramm, ja. Boah, das kann man halt echt nur raten, ne? Ich glaube, es hat noch keiner gekauft. Bon. Geil. Boah. Geil. Wisst ihr, ich muss einspringen für ihn. Nein. Habt ihr was? Ja. Was hast du? Dann zeigt mal. 1,99 auf 70 Cent. Jo Leute, vielen Dank, dass ihr das Video bis zu diesem Zeitpunkt angeguckt habt. Euer Rückhalt in der Community ist wirklich krass. Aber jetzt wird es erstmal Zeit für die 5 Sekunden Abonnieren Challenge. Kriegst du es hin, diesen Kanal in 5 Sekunden zu abonnieren? Falls ja, dann wird Matztag morgen abgeschoben. Aber wenn nicht. Wenn nicht, dann wird die AfD in Sachsen 50% bekommen. Und das will keiner. Sobald ich anfange runterzuziehen, geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. Ende, hast du es geschafft? Es sind 39 Cent. Ja, ihr Abgehobenen. Digga, die Eigenmarken. Ich geh nicht einkaufen. Ich hab jetzt 1,29 geschnürt, das ist ja die Eigenmarken. So. Boah, da lachen die beide. Weil du deines Amtes. So. Warte, dass wir drauf haben. Schön, dass ich das gelernt habe. Ist Spaß. In das Ohr rein. Oh! Tschüss, Werbefreundlichkeit. Gut, das war's mit Geld. Okay. Das nächste Produkt ist die Wagner Steinofenpizza Salami. Das ist die eine. Boah, als ob ich sowas kaufe, wollen Sie das haben? Okay. Oh mein okay, Gott, komm. Es ist. Dann halt Thunfisch, die kosten doch alle gleich viel. Boah. Aber nicht im Angebot, ne? Im Angebot kostet ja ein bisschen okay, weniger. Ja, ich esse die auch nicht, weil mir kommen nur gesunde Sachen ins Haus. Döner zum Beispiel. Lüge, du. 1,89, 2,49. Es sind 2,29. Alter. Oh mein Gott, das ist ja richtig nah. Scheiße. So. Digga, gib mir die Keule, Alter. Ja, scheiße, das ist schöner, wenn wir uns gegenseitig boxen. Das haben wir aber schon, ich will mal was anderes machen. So, das nächste Produkt ist der Ja
ist der Ja Gouda Käse. Ja, was ist das? Ja, na diese Eigenmarke von. Ja, genau, Scheibenkäse. Ah, den kaufen wir immer, aber ich habe keine Ahnung. Wir kaufen den nicht von Rewe. Ja, klar. Wir sind nie bei Rewe einkaufen. Ihr habt gefickt. Die ganz normale Packung. Ja, was ist ganz normal? Es gibt nur eine Größe, ich hau dich gleich. Reg mich nicht auf. Ja, wir können. 89 Cent, was ist das? 79. Es sind 1,99. Oh, Bruder, schieß mal doch. Wer kauft das denn? Was ist das denn für ein Abzug? Aber ins Auge bitte, ins linke Auge. Wie ein Mann hat das durchgestanden. Ja. Und du. Ja, ich muss ja auch erstmal echt ohne Spaß gegen die Schulter schlagen. Ja, viel Spaß von mir aus. Ja, von mir aus. Okay, das nächste Produkt. Warte, wie viel haben wir jetzt? Ein Produkt. Das nächste Produkt ist die Prinzenrolle. Also die Marke auch, Prinzenrolle. Okay, ja, das weiß ich. Letztes Mal vor 10 Jahren gekauft, weil die Prinzen schmecken. 2,29. 1,99. Es sind 1,39. So. Okay. Na, wir haben jetzt gerade die Regeln geändert. Übertreib nicht. Ich werde nicht so hart zuschlagen, er hat sich immerhin entschuldigt, ja? Immerhin. Einfach zuschlagen. Mach ruhig richtig schön fest. Mit Schmackes. Ich schwöre, das war nicht mal 20%. So, jetzt kommen Produkte in einer höheren Preisklasse. Ja, genau, jetzt kommen noch zwei Produkte für reiche Leute. Okay? Das hab ich einmal die Rolex Datejust Iced Out. Keine Ahnung, ey. Was war das in der Milch? Ja, schlag was vor. Sag mal, wie Preis du bist. Ja. Rolex. Komm! Rolex. Heißt auch. 1000 Euro. Wie viel? Passt. Den muss jetzt auch schreiben, wie 1000 Euro, ne? Nein. Doch, ich hab 10.000 verstanden. Okay. Okay, ich hab 45.000. 10.000 ist ein Iced Out. Iced Out bekommt man ab 19.600. Das ist auch schwer. Ja. Das ist noch Diamanten oder nicht? Ja, komm jetzt. Ja. Das sind Brillanten. Ja, noch einen, wenn ich... Ist egal, du kannst mir vor der Kasse machen. Ah, mein Arsch. Ich hab ihn voll leicht gemacht. Nein, der hat voll doll gemacht. Warte, ich zeig mal, wie die Schläger schlagen. Das ist immer noch besser als arbeiten gehen, oder? Was? Oh mein Gott, nein, das will ich nicht filmen. Das will ich nicht filmen. Das ist unbedingt richtig fest. Okay, das letzte. So, und das letzte ist. Ich hab gar nicht mitgezählt bei den Punkten, aber ich glaube, du hast gewonnen, ne? Nee, oder? Steht irgendwie 3-2. Zweimal gegen ihn, dreimal. So, Leute. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier zweimal abgeschossen, dich einmal, der hat zweimal geschlagen. Das heißt, er führt, wenn ich jetzt richtig liege, ist unentschieden, das wäre 3-3. So, das nächste ist, also das allerletzte ist jetzt das neueste MacBook Pro. Ja, aber welches? Das teuerste oder die Standardausführung? Was für ein Prozessor? Welche Grafikkarte? Tim. Das ist ein Unterschied von 5.000 Euro oder so. Ja, welches hast du? Das neueste MacBook Pro. Okay, ich schreibe jetzt einfach was geschrieben. Tim, schreib was. Oder? Ja, einfach Standardmodell. So wie du es bei Saturn kriegst. Ja, warte. Okay, ja. Ich gönn's dir mehr. 1.600. 1.000, ja. Ich habe auch jetzt 2.000 geschrieben. Es sind 1.889. Ja. Digga, was? Ich hatte erst 2.000 stehen, dann 1,8 und dann dachte ich 1,6. Schade, du hast das für meine Story zu. Dieser Schlag. Ja, mach Story. Dann schreib es deinen Schrank. Ich hab's wieder verloren. Hör mal, ich werde... Du bist einfach... Bist du ready? Ja. Warte. Simon, jetzt ertrag es mal wie ein Mann. Dieser Schlag ist für alle Ausländer da draußen. Ich mag auch nicht. Mach mal hier so ein Bild wie AfD, das AfD da steht. Allahu Akbar! Ja, wenn das kein blauer Fleck ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, zeig mal deinen Bizeps, so, spann mal an. Zeig mal deinen daneben. Das ist ja peinlich hier. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Danke, dass ihr dabei wart heute. Checkt auf jeden Fall die Videos ab und dann würde ich sagen, okay, thanks, bye.